ist wieder eure Lana. Heute, wie ihr seht, wieder aus meiner Küche, denn es gibt ein kleines Smoothie-Rezept für euch. Und zwar heute zum Thema Darmreinigung bzw. wenn man keine Probleme hat, zur Verbesserung der Darmflora. Also wenn jetzt jemand eine Darmreinigung, eine Darmsanierung durchführen möchte, eignet sich das am besten für diejenigen Leute, die zum Beispiel mit Verstopfungen zu kämpfen haben, die Blähungen haben, die sonstige irgendwie Prozesse verbessern wollen, weil der Magen häufig knurrt, weil man nie richtig satt wird, um die ganzen Ablagerungen, die sich vielleicht über die Jahre angesammelt haben, so ein bisschen loszuwerden. Für diese Leute ist das Rezept jetzt wirklich Gold wert, Leute. Und so eine Darmreinigung, die besteht aus drei Bestandteilen. Punkt Nummer 1 sind Probiotika. Das sind eben die guten Darmbakterien und die nehme ich in der Früh zu mir. Und zwar einfach in Form von einer Tablette. Direkt in der Früh vor dem Frühstück nimmt man sich so eine. So, man hat das einfach getrunken. Selbst wenn man keine Darmprobleme hat und sich schon auf einem sehr gesunden Niveau ernährt, sind Probiotika niemals schädlich, sondern eher förderlich. So, und dann Teil 2 und 3 einer Darmsanierung, die mixe ich mir einfach immer in den Smoothie. Und zwar haben wir an Platz Nummer 1 für den Smoothie haben wir die Flohsamenschalen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind dafür da, um die Toxine in unserem Körper so ein bisschen aufzulockern und die Ablagerungen, die sich vielleicht im Laufe der Zeit angesammelt haben, einfach zu lösen. Ja, das Ganze ist dann eben gelöst in unserem Körper. Und dann kommt auch eben schon Bestandteil Nummer 2 für den Smoothie ins Spiel und das ist das Bentonitpulver oder ihr könnt auch Zeolitpulver nehmen. Ich packe euch die genauen Sachen in die Infobox, da könnt ihr das nachlesen. Und die sind dafür da, um diese gelösten Abfallprodukte eben abzutransportieren, ja? So dass das Ganze, wenn wir dann beim nächsten Mal aufs Klo gehen, eben weg ist aus unserem Körper und der Darm wirklich gelöst ist von diesen ganzen Abfallprodukten, die sich angelagert haben. Das Ganze sollte man wirklich auch mal eine Woche machen, ja, einfach in der Früh immer den Smoothie trinken und dann hat man wirklich eine regelmäßige Verdauung, man hat diese ganzen Abfallprodukte, ist man losgeworden und ist gesund geworden dabei. So Leute, und dann, was ich mir noch dazu tue, also ihr könnt es natürlich auch einfach mit Wasser lösen und trinken. Ich versuche mich da ja immer so ein bisschen auszutricksen, dass ich das gar nicht immer so merke, was ich da für Pülverchen reinmische, die gesund sind, weil es ist jetzt kein Schokoriegel, der super gut schmeckt. Deswegen mixe ich mir das mit in meinen Smoothie mit ein bisschen Blattspinat, ja, für die Vitamine, für die Mikronährstoffe und für die Süße kommt die Banane rein. Da habe ich jetzt zwei Bananen. Und wie ich das Ganze mache, Leute, das zeige ich euch jetzt. Ich probiere mal, der ist jetzt ein bisschen dickflüssiger geworden, weil ich das gerne mag, das zu löffeln. Ihr könnt euch aber auch gerne mehr Wasser reingeben, dann wird das Ganze ein bisschen flüssiger. Mmh. Leute, ein Traum. Also man schmeckt diese Flohsamenschalen und das Zeolitpulver gar nicht raus. Es schmeckt einfach super frisch. Jetzt auch für den Frühling oder für den Sommer ist richtig schön kühl durch den gefrorenen Spinat. Die Banane gibt dem Ganzen die Süße. Also ist es gesund, schmeckt aber auch noch sehr, sehr gut, Leute. Ihr habt gesehen, ich habe von den Flohsamenschalen und vom Zeolitpulver jeweils einen Esslöffel rein. Für den Tag ist das echt gut. Probiert das mal aus, Leute. Eine Woche, sage ich euch, jeden Tag von diesem Pulver in den Smoothie reingerührt und
Ihr werdet keine Probleme haben. Ja, Leute, probiert das aus. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr solche Rezepte. Ansonsten sende ich euch alles, alles Liebe, Leute. Einen tollen Tag und Kuss von mir an euch. Ciao, eure Lana.